Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um das Fest der Feinde. Für das Schwarze Auge, herausgegeben von Ulysses Spiele. Viel Spaß! Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich mich bereits ziemlich auf das Abenteuer gefreut habe. Das Fest der Feinde wurde ja bereits angeteasert. Und zwar nicht nur in einem der aventurischen Boten, sondern auch in dem ja, letzten bzw. vorletzten Heldenwerk-Abenteuer, was dann dazu gehört. Und zwar Dornenpfad, wo dann die Reise von Almada in Richtung des Horasreiches geht und man diesen Kelch der Raja beschützen muss. Worum es da genau geht, könnt ihr euch dann noch einmal in der dazugehörigen Rezension ansehen. Das dient so ein bisschen auch als Prequel. Das kann damit verknüpft werden. Es muss allerdings nicht. Also ihr könnt auch das Fest der Feinde komplett unabhängig von dem Heldenwerk Dornenpfad spielen. Aber die Thematik ist dann doch dieselbe. Es soll gehen, vor allem dann um ein Fest, was dann im Horasreich ausgerichtet wird. Und die Helden werden angeworben in Neta mal wieder von der Kirche. Wahrscheinlich ist es die Raya-Kirche. Man kann hier natürlich auch so ein bisschen improvisieren. Aber eigentlich ist es die Raya-Kirche, die dann hier die Helden zu sich bestellt, weil sie Helden sind, weil sie schon in der Vergangenheit tolle Dinge getan haben für die Raya-Kirche. Oder aber eventuell, weil sie jetzt auch in dem vorhergehenden Heldenwerk diesen Kelch hierher gebracht haben und dann sowieso schon einmal da sind, dann kann man sie auch weiter mit Aufträgen versehen. Es geht um zwei Antagonisten, die so ein bisschen im Kontrast stehen. Ich möchte hier gar nicht so sehr spoilern. Hier sei natürlich dann auch für Spieler gesagt, dass ihr dann auch mit Spoilerwarnungen nach und nach dann um sich geschmissen wird. Also ich werde dann im späteren Verlauf auch noch ein bisschen auf den Plot eingehen, natürlich, aber zunächst einmal bleibe ich noch etwas spoilerfrei. Es soll also erstmal darum gehen, das wird relativ schnell dann bekannt, dass die sozial anerkannte Bevölkerungsschicht in Neta, also einer kleinen Stadt im Horasreich, direkt an der Küste gelegen, einige Probleme hat mit Drogen, mit Rauschkräutern, mit Ekstasen. Und die Raya-Kirche vermutet hier dann völlig zu Recht einen Hintergrund der Belkelel. Also auch hier wieder die Verknüpfung zu dem Dornenpfad-Abenteuer. Und die Helden werden doch darum gebeten, dass sie hier einmal ermitteln, was hat das mit den neuen Drogen auf sich, was hat es dann einfach auch mit diesen neuen Ekstasen auf sich. Denn, naja gut, wenn dann die Kinder von den Adligen, von den Hochadligen damit in Kontakt kommen, dann ist das nicht sehr schön, das ist keine gute Publicity, keine gute Werbung. Und die, ja, Hochadligen wollen dann hier doch ganz gerne wieder Ruhe im Karton haben, weshalb dann eben die Raya-Kirche ihre, ja, Ermittler losschickt, ihre Investigatoren im Rahmen der Helden. Die können dann herausfinden, dass da wohl eine ganz bestimmte Person dahinter steht. Das wird dann nach und nach durch sehr viele Gassenwissenproben wird das dann ermöglicht. Auf die Regeln dahinter gehe ich jetzt gar nicht mal ein. Es sollte dann vor allem dann auch in so einem sozialen Umfeld sehr viel mit guten Ideen gehandelt werden, sehr viel mit improvisierten Ideen, die dann die Spieler einwerfen. Man sollte hier wirklich nicht viel mit Proben hantieren. Das ist meine Meinung, aber die Proben werden dazu auch vorgestellt. Also wer das Ganze mit zwei, drei Gassenwissenproben lösen möchte, dem wird das hier auch an die Hand gegeben. Aber das finde ich, wie gesagt, kein schönes Rollenspiel. Wie man so ein Abenteuer leitet, am Ende darum soll es hier aber nicht gehen. Fakt ist, die Helden bekommen mit, wer dafür zuständig ist, wer dafür verantwortlich ist und sollen dann den oder diejenige aufhalten, was natürlich am besten ja möglich ist auf einer Party, da wo Drogen dann gehandelt werden, da wo dann Ekstase zum Ausdruck kommt. Und dafür bekommen sie dann von der Raya-Kirche auch ein eigenes Haus gestellt, beziehungsweise man könnte sogar Villa sagen, die ist eigentlich im Besitz der Raya-Kirche und die wird dann den Helden für diesen Auftrag überlassen. Ich verweise hier auf das Abenteuer Rabenblut, was damals in Al-Anfa gespielt hat und was man heutzutage immer noch richtig gut spielen kann. Ich muss sagen, dass dieses Abenteuer vieles besser macht als damals die Rabenblut-Kampagne, die dann doch ein bisschen größer war. Und hier hat man das Potenzial dann doch mehr genutzt, als es damals dann in Rabenblut der Fall war.
Die Helden können dann in ihrer Villa im Rahmen dieser zeitlich begrenzten Auftrages, können sie dann schalten und walten und können eventuell auch eigene Feste dann arrangieren, können dann den Hochadel kennenlernen, der dann in dieser Stadt beheimatet ist. Nachdem dann die Helden sich so ein bisschen etabliert haben in Neta, so ein bisschen in den Gassen gesucht haben, am Hafen natürlich auch, und dann eben auch in eigenen Festen darum gebeten haben, zu tanzen, zu singen, zu musizieren, zu spielen oder auch Sex zu haben, werden sie dann selbst auf eine Party eingeladen, da sie sich dann nun etabliert haben, und zwar von einem doch relativ frisch angesiedelten Hochadligen, will ich nicht nennen. Er ist ein Emporkömmling, ein reicher Patrizier, der sich einfach durch Geld dann nach oben gekämpft hat, also Geldadel. Und der bittet jetzt in seine eigene Villa, hat da dann ungefähr 40 Gäste geladen und die Helden sind eben auch ein Teil davon. Und nachdem wir dann eine ganze Menge in diesem Abenteuer schon gemacht haben, getan haben, viele Leute kennengelernt haben, kommt es dann zu dieser Party. Ihr merkt schon, dass ich ein bisschen schneller durch dieses Abenteuer springe, trotz der 60 Seiten, die dieses Buch hat. Das liegt einfach daran, dass sich dieses Abenteuer sehr sandboxig anfühlt und man nicht wirklich hervorsehen kann, was am Ende dann passiert, wie am Ende dann die Helden interagieren. Und da ist es dann eben auch sehr schnell zusammengefasst, einfach aufgrund dieser sandboxartigen Struktur. Man lernt eben viel Neta kennen, man lernt eben seine eigene Villa kennen und muss da dann selbst gute Ideen einbringen, muss da dann Feste feiern, engagieren oder dann eben auf dieser anderen Party dann selbst Leute kennenlernen. Die Party ist an sich sehr gut organisiert, sehr gut aufgeschrieben, das ist gut strukturiert. Die Leute, die man da kennenlernen kann, sind sehr interessant. Es gibt dann unter anderem einen Fex-Geweihten, der mehr oder minder mal offen auftritt. Es gibt dann Magier, die dann hier mit Codex Albyricus gemäß dann auf dieser Party agieren, die dann auch sehr interessante Gesprächspartner sind, oder eben auch Preiausgeweihte, die vertreten sind und dann auf dieser Party dann ja auch kennengelernt werden können. Und das ist, wie gesagt, wie ich finde, eine sehr schöne, interessante Gegebenheit. Es ist natürlich immer sehr schwierig, eine Party, eine Festivität, ein Festival dann zu leiten, wenn 40 Leute anwesend sind, und dass man das so ein bisschen, es muss sich voll anfühlen. Das ist schwierig zu leiten. Dazu sage ich dann, wie gesagt, ein bisschen später in der Bewertung was, aber ganz generell sind diese 40 Leute dann doch noch handhabbar, und wer noch ein paar Tipps haben möchte, wie ich so eine große Party leite, der kann sich auch nochmal oben das große i angucken, was da jetzt aufploppt. Denn ich habe bereits schon eine solche Festivität geleitet, die damals in Gareth mit der Wege der Vereinigungsbox gelaufen ist. Also so ein bisschen dann die Bardo- und Schellatherm und die namenlosen Nächte. Ja, was dann am Ende auf dieser Party passiert, ist mannigfaltig. Es gibt unglaublich viele Szenen, die dort dann bespielt werden können. Auch hier gibt es wieder Proben, die dann geschmissen werden können. Aber auch hier würde ich wieder auf die vielen Proben verzichten, sondern ich würde vor allem dann wieder auch ausspielen. Gerade bei diesen Sozialplots ist das in meinen Augen nicht wirklich hilfreich, wenn ich dann die Helden auf Menschenkenntnis würfeln lasse und sie dann die und die Informationen bekommen, sondern das sollte dann tatsächlich durch Rollenspiel herausgefunden werden und nicht durch Rollspiel. Am Ende kommt es dann, wie gesagt, zu einem Finale, und ich hatte ja bereits gesagt am Anfang, dass es Antagonisten Plural gibt, und zwar zwei Stück an der Zahl. An dieser Stelle, die Spoilerwarnung sei jetzt gegeben. Spätestens jetzt machen alle Spieler aus. Eins, zwei, drei, okay, wir sind wieder alleine. Es kommt zu einer Intrige einer Belkelel Paktiererin gegen einen namenlos Geweihten. Ja, das hört sich jetzt ziemlich einfach an. Namenlose sind ja auch nicht nur Feind der Götter, sondern eben auch Feind der Erzdämonen. Und diese Belkelel-Geweihte, die hat selber keine Ahnung, dass er ein namenlos Paktierer ist. Sie kennt ihn allerdings von früher noch und möchte ihn ganz gerne beseitigen, weil sie sich sehr unsicher ist, was das für eine Person ist und woher er so reich ist und warum er so einflussreich ist. Warum er dann die Dinge kaputt machen kann. Das Finale ist sehr, sehr modular. Das ist aber in dem Moment nicht wirklich schwierig zu leiten, denn all die Möglichkeiten stehen dabei. Es steht dabei, wie sich das Finale verändern kann, wenn die Helden bereits eingeschritten sind. Das ist an der Stelle ziemlich gut gelungen.
Denn solche Spielleiter-Tipps, gerade für Anfänger macht das natürlich Sinn, dass man da noch so ein bisschen unter die Arme greift und da dann eben noch mit Tipps anleitet, wie sowas funktionieren kann. Es kommt auf alle Fälle zu einem Finale mit einem Kampf. Wer auf welcher Seite kämpft, ob die Helden dann gegen zwei Antagonisten kämpfen oder ob sie sich auf die Seite von einer dieser Parteien schlagen, das ist dann noch einmal ganz offen gelassen, finde ich gut. Man kann auch versuchen, beide Antagonisten so ein bisschen miteinander zu vereinen, kann dann dafür sorgen, dass es zu einem Paktbruch kommt. Der muss dann natürlich später noch einmal ausgespielt werden. Das gibt dann dieses Abenteuer nicht mehr wirklich her. Aber die Optionen sind zumindest geboten, was ich auch wieder sehr gut finde, dass da in die Zukunft gedacht worden ist und man dann eine Gerichtsszene in Netherhaus spielen kann. Da wird dann auch nochmal ein bisschen auf diesen Praios-Geweihten eingegangen oder diese Praios-Kirche, die da auch auf dem Fest noch herumtanzt. Und man muss dann natürlich versuchen, diese beiden Parteien zu vereinen. Unabhängig davon wird dann der Dämon, der dann mit dabei ist, den Kampf auf alle Fälle suchen und so oder so kommt das dann zu einem Kampf. Es ist trotzdem schön, dass die Helden einen Einfluss auf das Finale haben und das ganz effektiv verändern können, finde ich also sehr gut. Ja, wenn das Finale herum ist, egal was dann passiert ist, ist das Abenteuer an dieser Stelle zu Ende. Der Spielleiter müsste sich dann also selbst überlegen, wie dieser Abschluss gesucht werden kann. Gibt es noch eine Gerichts Prozess gegen diejenige, gegen denjenigen. Gibt es zwei Tote, gibt es vier Tote, gibt es noch ein paar tote Helden? All das ist dann in der Hand des Spielleiters, beziehungsweise eben auch in der Hand der Helden, denn die können das ganz maßgeblich beeinflussen. Und wir haben eine neu etablierte Horas-Lounge, beziehungsweise der Metaplot wird hier vorangetrieben. Auch das wurde schon in zahlreichen aventurischen Boten besprochen. Auch da verweise ich noch einmal an das Aventurische Quartett, wo wir die aventurischen Boten besprechen. Falls ihr selber keine Lust habt, die selbst zu lesen, könntet ihr euch anhören, wie wir das für euch tun. Das war an sich das Fest der Feinde. Ganz hinten steht dann noch drin, was dann die neuen Paktgaben sind. Es gibt ja Paktgaben für Belkalel, aber links auch für die namenlosen Geweihten, irgendwelche neuen Fähigkeiten, die dann da herbeigerufen werden können. Und das waren dann eigentlich die 60 Seiten zu Gast bei Feinden bzw. das Fest der Feinde. Ja, damit kommen wir zur Bewertung. Ja, wir kommen als erstes wie immer zu der Modularität eines Abenteuers. Wie verschiebbar ist es sowohl in der Zeit, allerdings auch im Ort oder auch in andere Systeme und Welten? Und hier muss ich sagen, es macht an der Stelle nur Sinn in DSA auf Aventurien im Horasreich. Man kann es auch irgendwo mit viel Mühe und Anstrengung dann verschieben in andere Orte. Das würde ich mir allerdings an dieser Stelle dann nicht antun. Da gibt es andere Abenteuer, die dann verschiebbarer wären. An dieser Stelle würde ich das lassen und da gebe ich dann 2 von 5 Punkten für die Modularität. Denn auch zeitlich macht es Sinn, dass ich das nicht wirklich weiter nach vorne schiebe. Es sollte schon alles nach dem Wiedererstarken des Horasreiches passieren, wenn Kadan Horas aus dem Koma erwacht ist, nachdem er den Charybdor-Splitter in der Kom vernichtet hat. Also das macht schon sehr viel Sinn, dass es an diesem Zeitpunkt ist. Das macht allerdings auch den Metaplot in diesem Abenteuer unglaublich stark. Aber nichtsdestotrotz einfach dann 2 von 5 Punkten für die Modularität. Dadurch ist allerdings in meinen Augen auch der Spielspaß 5 von 5 Punkten wert. Es macht viel Spaß, sehr, sehr nah am Metaplot zu spielen, großen Einfluss zu haben, viele freie Wahlmöglichkeiten zu haben. Ich kann mich auf die Seite der Feinde stellen, ich kann mir auch aussuchen, welche Seite der Feinde ich will, oder ich kämpfe eben für mich ganz alleine. Hol mir noch ein paar andere, ja, Praios-Geweihte mit dazu oder ein Fex-Geweihten oder eine Magierin, wenn ich eben gut gespielt habe. Oder ich verbünde mich mit Hehlern und mit Diebesbanden oder ich gründe meine eigene Schmugglerbande. Also auch das wäre hier möglich, wenn ich mir dann die Belkalel-Papiere schnappe und dann irgendwas mit der mache. Also ich muss sagen, dass die Möglichkeiten in diesem Abenteuer herausragend gut sind und dementsprechend gebe ich hier die vollen 5 Punkte für den Spielspaß. Das Abenteuer macht unglaublich viel richtig für die Spieler und dementsprechend, ja, also großes Lob. Spielleiter Schwierigkeit 4 von 5. Es ist eine sehr sandboxige Sache, aber es werden immer viele Möglichkeiten auch präsentiert, zu welcher Stelle ich jetzt springen könnte und was dann passieren kann.
darf, soll. Auch hier muss man natürlich wieder so ein bisschen improvisieren, wenn die Spieler ganz was anderes tun, als sie eigentlich sollten. Aber da werden, wie gesagt, viele Tipps gegeben. Den einzigen Punkt ziehe ich dann dafür ab, dass es, wie gesagt, ein großes Fest ist mit 40 Leuten. Das muss irgendwie vorbereitet sein, aber auch da werden Spielhilfen gegeben. Nichtsdestotrotz ziehe ich hier dann einen Punkt ab. Tut mir leid, muss aber an der Stelle sein. Das sind meine Bewertungskriterien. Bonuspunkte, ja. Das Abenteuer ist gut, aber was mir nicht gefallen hat, ist, dass der Paktierer, der namenlos Paktierer, sehr, sehr merkwürdige Werte hat. Das ist zum einen dann ein viel zu niedriger Charisma-Wert. Das sind viel zu niedrige Werte für seinen Paktkreis oder seinen Weihegrad 2. Und dann auch die verschiedenen Werte in Gesellschaft, dass er dann überreden nur auf 8 hat, obwohl er dann kein wirklicher Kämpfer ist, sondern ein Sozialcharakter. Alle namenlos Geweihte sind vor allem erst einmal soziale Anführer. Ob sie jetzt im hohen Sozialbereich sind und dann irgendwelche Hochadligen sind oder irgendwelche Bettler, sondern im sehr niedrigen Bereich, aber sie sind alle sehr sozial. Dann werden da irgendwelche Talente angegeben wie Orientierungsproben, dass er Orientierung auf 8 hat, interessiert mich nicht die Bohne. Oder auch, dass er Boote und Schiffe auf 12 hat. Das ist für dieses Abenteuer nicht relevant, dass er Holzbearbeitung auf 8 hat. Das spielt in diesem Abenteuer keine Rolle, auch dass er Malen und Zeichnen auf 10 hat. Das interessiert niemanden, das mag zwar für den Hintergrund irgendwo stimmig sein, aber ich werde diese Handwerksproben, diese Naturkunde, werde ich nicht würfeln. Warum auch? Und dann bin ich immer ein bisschen frustriert davon, wenn die Paktmale unglaublich versteckt sind. Und zwar so, dass man sie nicht findet. Das sind dann so Sachen wie, ich habe mir ein Zeh abgeschnitten. Wer kommt denn darauf, dass man jemandem die Schuhe auszieht und dann nachguckt? Das ist natürlich sehr versteckt und die Leute wollen das natürlich auch verstecken. Aber wenn es dann darum geht, dass ich nicht mehr weinen kann, zu welcher Situation wird denn dieser Hochgeweihte, beziehungsweise dieser Geldadel, dieser Patrizier, weinen? Oder wann sollen denn die Helden mitbekommen, dass er nicht mehr weint? Oder aber, dass er sich jetzt von seinem ersten Weihegrad auf den zweiten, dass er kein Sättigungsgefühl mehr hat. Wo soll ich das denn merken, dass das irgendwie für Helden möglich ist zu erkennen? Ich muss hier sagen, dass mich das unglaublich frustriert, dass die Helden solche Leute unmöglich aufklären können. Fehlende Gliedmaßen, sowas wie fehlender Finger, das ist immer noch auffällig, das kann man aber auch wegdiskutieren, oder fehlende Arme, das kann man auch wegdiskutieren. Aber das sieht man dann, also da muss sich dann der Geweihte, muss sich da wirklich dann auch was zu ausdenken, wo er jetzt Gliedmaßen verloren hat oder warum er diese Narbe im Gesicht hat, die oder sein Ohr fehlt, meinetwegen. Das sind einfach offensichtliche Sachen, die man wegdiskutieren kann, die allerdings einen Hinweis darauf geben würden. Aber kein Held der Welt würde jemals darauf kommen, er kann nicht weinen, er muss ein namenlos Paktierer sein. Wie testet man denn sowas? Oder er hat kein Sättigungsgefühl. Ich spiele nun schon wirklich lange DSA und würde auf dieses Ding nicht kommen. Ich finde das unfair. Ich finde das richtig unfair, dass man dann solche Dinger gewählt hat und es einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und naja, wie soll denn dieser Komto jetzt am Ende identifiziert werden? Es ist einfach eine Götter- und Kulteprobe mit der Spezialisierung auf Namenlose. Und wenn ich 5 Sternchen über habe, beziehungsweise 5 Qualitätsproben oder Erfolgsgrade, dann weiß ich das. Also es wird nicht durch Rollenspiel gelöst, sondern durch Rollenspiel. Durch Würfe. Das entscheidet, ob ich weiß, dass dieser Typ ein Namenlosgeweihter ist oder nicht. Ich habe ansonsten keine Chance. Und wenn ich diese 5 Sternchen nicht habe oder diese 5 Qualitätsstufen, dann weiß ich das nicht. Das frustriert mich unglaublich, wenn ich sowas als Spielleiter lese, beziehungsweise wenn ich sowas als Spieler dann irgendwann herausfinden sollte. Ich habe mir da jetzt ein bisschen Zeit genommen, um diesen Bonuspunkt zu begründen, aber das ist wirklich ein Punkt, der mich maßgeblich stört. Bei Paktierern, Paktmale, sowas wie Peitschenwunden auf der Schulter oder auf dem Rücken, die dann aufreißen und immer bluten, das ist völlig okay. Es gibt einfach Dinge, die muss man fair angehen, und so etwas wie Peitschennarben auf dem Rücken sind fair. Ein geopferter Zeh ist irgendwo grenzwertig, sehr, sehr grenzwertig. Da würde ich eher einen verlorenen Finger nehmen und dann kann der Typ immer noch Handschuhe tragen.
Aber wenn man dann anfängt mit, er kann nicht mehr lächeln, das ist schon irgendwo auffällig, aber er kann nicht mehr weinen oder aber er hat kein Sättigungsgefühl mehr. Ja, woran soll ich das denn merken? Sorry, tut mir leid, aber das geht gar nicht. Unfair. Ich ziehe Punkte ab für Bonuspunkte und dann könnt ihr euch ansehen, was am Ende übrig bleibt. Trotz meiner harten Kritik jetzt am Ende ist das ein gutes Abenteuer. Es ist ein richtig gutes Abenteuer. Und ich empfehle auch den Kauf, denn es macht Spaß, es macht vieles, vieles richtig. Nicht mal das Finale wird mir dadurch madig gemacht. Es ist nur dieser eine Namenlospaktierer oder dieser Namenlosgeweihte, der schlicht unfair ist. Das ist so das einzige Manko, was ich jetzt an diesem Abenteuer sehe. Die Werte von dem sind lächerlich klein, aber dann hat er eben doch irgendwo Punkte übrig und da muss man dann eine Menschenkenntnisprobe schaffen mit so und so viel Sternchen über. Die kann er mit seinen Überredenwerten aber gar nicht schaffen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Da werden die Regeln dann nicht so angewendet, wie ich das ganz gerne hätte. Aber ich hoffe, euch hat die Rezension bis zu diesem Punkt gefallen. Damit bin ich wieder raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.